Grundsteinlegung für den anhaltenden Kaffeeboom in Deutschland und Europa. Der Lebensmittelkonzern Nestle hat in Schwerin mit dem Bau eines neuen Werkes seiner Marke Dolce Gusto begonnen. In Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Erwin Sellering wurde feierlich der Grundstein zu dem 50.000 Quadratmeter großen Gebäude gelegt. Mit 220 Millionen Euro ist es das größte Investment seit Gründung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Nestle ist fast 150 Jahre alt und ist immer wieder ein Motor der Innovation dessen gewesen, was Menschen gerne zu sich nehmen. Und sie haben immer Schritt gehalten mit den wachsenden Ansprüchen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Deutschen sind durchaus wählerisch. Das heißt, neben Geschmack und Qualität ist heute auch das Thema der Nachhaltigkeit für die Menschen sehr, sehr wichtig. Nach Produktionsbeginn im Mai 2014 sollen hier täglich bis zu 10 Millionen Kapseln produziert werden. Es wird das bedeutendste Nescafé Dolce Gusto Werk Europas. Positiver Nebeneffekt: In der Region entstehen 450 qualifizierte Arbeitsplätze. Nestlé hat großes Vertrauen in die Stärke Europas. Auch hierfür steht der Grundstein, den wir heute legen. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass Wachstum in Europa möglich ist. Wachstum dank Innovationen. Vom neuen Werk erwartet sich die Region einen zusätzlichen Impuls für die gesamte Wirtschaft. Und ein Erfolg scheint programmiert, denn Nescafé Dolce Gusto ist mit zweistelligen Wachstumsraten jetzt schon Marktführer in über 20 Ländern.